Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen, tollen, wunderbaren, awesome Gewinnspiel. Mein Name ist Cajun Happy und Benny wird euch aufklären, worum es hier geht, was ihr alles Tolles gewinnen dürft und wie die Regeln sind. Hallo zusammen. Ja, Cajun hat es ja schon gesagt, die Mega-Aktion Wir tätowieren Deutschland. Und zwar haben wir uns was richtiges Lustiges überlegt. Es wird Aufkleberchen geben mit so einem coolen Emblem drauf. Und die dürft ihr dann überall in Deutschland, wo ihr wohnt, hinpappen. Jetzt ist die Frage, wo? Das ist natürlich nicht immer überall erlaubt. Unsere Empfehlung ist, an der Uni, an der Schule, auf dem Blatt Papier, an das Infoboard machen in der Schule, wo man so einen Aushang machen kann. Oder verteilt es von mir aus unter Schülern, pappt es auf euren Rucksack, auf euren Schulordner. Stellt den Schulordner aufs Lehrerpult oder klebt es auf den Overhead-Projektor. Nein, natürlich nicht. Aber irgend sowas in der Richtung. Lasst euch da was einfallen, lasst euch ein bisschen inspirieren. Schaut, dass ihr das nicht irgendwelche an Gebäude klebt, öffentliche Gebäude, ne, Ampeln und sowas. Das sollte man nicht unbedingt machen. Das kann Ärger geben und das wollen wir natürlich nicht. Und ja, jetzt Cajun, was gibt's zu gewinnen? Es gibt ganz tolle Preise zu gewinnen. Und zwar wird das Ganze so ablaufen. Jeder, der was aufklebt, muss den Sticker fotografieren, so ist das. Und wie ihr ganz erstmal, wie ihr teilnehmt, ist ganz easy. Und zwar schreibt ihr mir einfach eure Adresse über YouTube, das heißt private Nachricht, eure Adresse rein, Vorname, Nachname, ja, die Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Und dann bekommt ihr von uns die ganzen Sticker zugeschickt. Das werden etwas sein zwischen 50 und 200, das wissen wir noch nicht ganz genau. Und zu gewinnen gibt es auf Platz 1 ein Game nach Wahl, gesponsert von planetkey.de. Auf Platz 2 ein tolles T-Shirt, was sich aber noch in der Konzipierung und im Design befindet. Da kann dann der zweite Platz auch Einfluss drauf nehmen. Platz 3 ist ein tolles Dual-Commentary bzw. ein Let's Play mit mir zusammen in einer Folge mit einem Spiel nach Wahl. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, was ihr mit mir zusammen spielt. Wenn ich das Spiel nicht haben sollte, dann werde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Das kriegen wir schon hin. Und die Regeln sind folgendermaßen. Für jeden Aufkleber, den ihr aufklebt, ist ja klar, müsst ihr irgendwie Belege haben, dass sich nicht einer da hochschummelt und sagt, hey Cajun, ich habe hier alles aufgeklebt, ich habe gewonnen, ich will das Game haben. Nein, so einfach ist es eben nicht. Ihr klebt einen Aufkleber auf und schießt ein Foto entweder mit eurem Handy oder einer Digicam oder sonst irgendwas. Sammelt die ganzen Fotos, ladet die irgendwo hoch. Schickt mir den Link. Derjenige, der als erstes alle Aufkleber, die wir zugeschickt haben, verklebt hat und von jedem einzelnen Aufkleber ein Foto gemacht hat und mir dann alle Links geschickt hat dafür, beziehungsweise diesen einen, wo alle Fotos drin sind, der gewinnt den ersten Preis. Derjenige, der als zweites rankommt, gewinnt den zweiten Preis und so weiter. Aber das ist noch nicht alles. Alle, die teilnehmen und nicht rechtzeitig die Aufkleber fotografiert und verklebt haben, die gewinnen einen tollen Überraschungspreis. Einen sogenannten Teilnehmerpreis. Was genau das ist, das wird eine riesige Überraschung werden, aber so viel kann ich sagen, es lohnt sich. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine geile Aktion und was man nicht vergessen darf, was richtig episch wäre, filmt das Ganze. Filmt einfach immer so diese kleinen Sequenzen, wenn ihr irgendwo ein Aufkleberchen drauf macht, auf euren Mäppchen oder Ordner oder was auch immer, ist das wirklich scheißegal. Ne? Und dann im Speedlauf so ein Video zusammenstellt. Ich weiß, es ist so viel Arbeit, aber käme richtig cool. Und wenn das einer macht, das knall ich bei uns auf dem Kanal auch noch mit drauf. Geile Aktion. Könnt ihr zum Schluss euch noch einen auf die Stirn bappen oder so? Keine Ahnung, läuft damit durch die Stadt. Lasst euch da einfach was einfallen. Und ja, ein bisschen entscheidet es ja auch so, wenn jetzt einer natürlich als erstes kommt und sagt, hey cool, ich habe jetzt hier auf meinen Schulordner 50 Aufkleber drauf gemacht. Kommt ein bisschen blöd, ne? Wenn aber einer den Einfall bringt und hier mit dem Aufkleber sich filmt mir eine Stunde lang durch Köln, durch die Schildergasse läuft, ne? Geile Aktion, gibt mega Daumen von mir. Ja, ich wünsche euch schon mal viel, viel Spaß und ich freue mich auf die ganzen Bilder, die ich dann bald zu sehen bekomme. Ja, und ja, ich habe nichts mehr. Ja, wir wünschen allen Teilnehmern natürlich viel Erfolg und wer zuerst kommt, der malt natürlich auch zuerst und gewinnt dann natürlich auch die tollsten Preise. Einsendeschluss nochmal ganz kurz ist am Sonntag, also wenn ich wenn ich nach Sonntag noch Adressen bekomme, die werden nicht berücksichtigt. Am Montag werden die Aufkleber alle gleichzeitig zur Post gebracht und abgeschickt. Und dann könnt ihr ab Dienstag, spätestens Mittwoch, je nachdem wie lange die Deutsche Post wieder braucht, loskleben. Und wir freuen uns ganz besonders, wie Benny schon sagt, wenn ihr irgendwie alles auf eine Stelle klebt, dann kommt ihr natürlich nicht in die engere Wahl. Und ja, viel Spaß beim Kleben und wir tätowieren Deutschland. Euer Cajun LP. Ciao, ciao.